Manchmal gehen zwei kleine Kinder durch den Wald. Manchmal ist es heiß und manchmal richtig kalt. Manchmal kommen sie an ein Knusperhaus. Manchmal kommt sogar ne alte Hexe raus. Manchmal ist sie kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß sie nicht mehr, was sie weiß. Manchmal will sie richtig böse sein und sie stellt dem Hänsel dann ein Bein. Und auf sieben Krücken muss er gehen, sieben Pfefferkuchen widerstehen. Siebenmal ist sie zu ihm gemein. Wie kann man nur so ein Arschloch sein? Das Hänsel von der Stadt nur seinen Pfefferkuchen hat. Die Hexe hat ein Telefon, auch ich hab ihre Nummer schon. Unter 86, 16, 8 gibt's Pfefferkuchen handgemacht. Und draußen vor dem Knusperhaus holen die Zwerge ihre Zipfel raus. Skandal im Knusperhaus. Und Grete. Sie ziehen allein durch das Dunkel der Nacht. Dieser Wald ist nicht für Hans und Grete gemacht. Sie kommen an ein Häuschen und sagen Nanu. Wer ist die Alte mit dem Pfefferkuchen-Tattoo? Sie glauben, dass es besser ist, wenn man sich ganz schnell... Na, das haben sie gesagt, denn der Blick der Hexe zeigt, es wird langsam Zeit, atemlos durch den Wald. Sie sind jung, doch sie werden nicht alt. Atemlos durch den Wald ziehen die beiden und der Wald ist arschkalt. Was ist bloß hier los? Der Wald ist so leer. Wir sind allein, die Beine sind schwer. Wir gehen kaputt und unsere Mutti ist schuld. Oh, liebes Hänsel, jetzt ist Schluss. Oh, dass es so weit kommen muss. Mutti, du, sag mir, wo bist du? Das ist Wahnsinn. Warum schickt die uns zu der Hexe? Hexe, 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 Hexe. Eiskalt wird die Alte uns massakrieren. So ein... Sie wird uns braten und grillen. Unsere Knochen wirft sie auf den Müll. Was weiß ich, was sie will. Jetzt ist Schluss. Hans und Grete, sie ziehen allein durch die Wälder. Draußen wird's kälter und kälter, ohne Fragen an dem Morgen. Aus dem Knusperhaus traf uns dein Blick. Und wir sahen, für uns gab's kein Zurück. Du riefst laut, oh Knusperknäuschen, wer knabbert da an meinem Häuschen? Ein Gesicht, das längst verloren schien. Aha, 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 aha. Oh, du Hexe, geboren, um nicht zu vergessen, kleine Kinder zu fressen, ohne Fragen an dem Morgen. Aha, aha, aha. Oh,
Hexe, dein Grinsen ist fies und verlogen. Jetzt lieber den Joint durchgezogen, dann wärst du etwas entspannter. Es war um 1780 und es war im Wald. Sie war eine Knusperhexe und schon ziemlich alt. Sie war ein Patissier, das war ihr Lebenszweck. Und was dabei herauskam, war ein peppiges Gebäck. Sie war ein Superstar, sie war so populär. Sie saß im Knusperhaus, because das hatte Flair. Sie backte exquisit, sie war ein Backidol. Und alles lief noch heute kommt. Pfefferkuchen. Oh, Pfefferkuchen, komm und dann bedingt den Backe. Pfefferkuchen. Draußen ist es bitterkalt. Zwei Kinder gehen durch den Wald. Was soll das? Sie kommen in ein Knusperhaus, da schaut eine alte Hexe raus. Was soll das? Wie die ihr Gesicht verzieht, ein Anblick, den man nicht gern sieht. Was soll das? Womit haben wir das verdient, dass du uns wie Blöde angriehst? Warum hat man uns nicht wenigstens gewarnt? Sie bekommt zum Schluss eins genau auf die Nuss. Und damit ist das Märchen aus.